Ja, jetzt gibt es wieder das Kneipenduell hier vor dem Vierlinden in Braunschweig. Und heute, lieber Christian, der du das mit mir heute machst, haben wir was ganz, 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 ganz Großes vor. Wir 120 Jahre lang in den feiern Linden. Jubiläum und mit nicht von irgendetwas, von Elvis und den Linden. Elvis, sein Laden, 120 Jahre, wahnsinnig bekannt hier in Braunschweig und weit darüber hinaus. Ich glaube, man kennt es bis nach Hannover, will ich mal so sagen. Also ich glaube, der Laden hat einen ganz, ganz, ganz großen Ruf. Und wen treffen wir heute Abend hier, Christian? Ja, viel Lokalprominenz, viel Menschen, die weltbekannt in Braunschweig sind. Und, sind die heute Abend alle hier? Ja, also es gibt ja heute Abend nichts Besseres, als in den Vier Linden zu sein. Und jetzt gucken wir mal, dass wir ein paar schöne O-Töne bekommen. Wir freuen uns, dass wir da sind. Ich freue mich, dass du heute Abend dabei bist, Christian. Zum Wohl! Wenn Frauen im Bild sind, bin ich immer ein bisschen leicht irritiert. Jacqueline ist auch, ja? Ein Küsschen, dann abhauen. Die Fee an der Bar. Könnt ihr die Uschi mal hier aus dem Bild nehmen? Ja. Darf ich dir zuerst mal eine Frage stellen, die mich immer schon bewegt? Färbst du die Haare? Ich bin doch nicht Gerd Schröder, Mensch. Nee, alles gut. Elvis, sag mal, du bist eine Ikone. Du hast Weltruhm erlangt. Kult wird. Du hast das geschafft in 120 Jahren mit deinem Laden hier. Ja. Was muss ich tun, um Ikone zu werden? Kult. Immer geradeaus sein, immer lachen, immer sagen, jawohl, so geht es und wir keine Angst haben. Christian, so wird das gemacht. Keine Angst haben, das werden wir jetzt auch ausprobieren, ob das die restlichen Gäste hier im Laden haben, ob die keine Angst haben. Ich würde den Elvis noch ganz gerne was fragen. Elvis, jetzt hast du so viele bekannte Gäste hier aus der Region, ja? Die Menschen tun hier viel, sie stehen für die Region. Was gibst du all deinen Gästen, die hier regelmäßig herkommen, mit auf den Weg zu deinem Jubiläum? Ja, weitermachen. Weiterkommen? Ja. Nee, weitermachen auch. Weitermachen? Nein, was weitermachen? Mir wird ja zum Geburtstag gratuliert, ne? Und da sage ich immer, in meinem Alter hält sich die Freude, älter zu werden, etwas in Grenzen. Weißt du was? Aber... Entschuldigung. Deswegen sage ich immer, weitermachen. Die einzige Frage ist, warum geht man am Samstagabend an keinen anderen Ort als an den Vier Linden? Das ist ja ganz einfach. Wenn der Lindenwirt einlädt, zu 120 Jahre zu den Vier Linden, meine Damen und Herren, dann weiß derjenige, der eine Einladung hat, dass das ein Pflichttermin ist, aus zwei Gründen. Erstens, weil man natürlich dem Lindenwirt, der am Dienstag Geburtstag hatte, einen Gruß übermitteln will. Zweitens, weil man hier alle netten Braunschweiger trifft, die es gibt. Und deswegen sind so viele Menschen hier. Wen gibt's hier so? Ich heiße Wolfgang. Wolfgang, bist du prominent? Nein. Kenn dich auch nicht. Genau. Ich auch nicht. Ja, jetzt mal so. Kennst du mich auch? Ja, dafür kann ich aber nichts. Nein. Wer sind Sie? Ich bin Uli. Der Uli, was machen Sie so, wenn Sie nicht hier sind? Ich bin eigentlich immer hier. Sie haben Sie einen jüngeren Zwillingsbruder? Nee, ich habe einen jüngeren Bruder, aber der wohnt in der verbotenen Stadt, über den rede ich nicht. Ich habe jemanden gesehen auf den Wahlplakaten, der sieht ihn ganz ähnlich, so einen ganz jungen. Ja, das stimmt, das war eine gute Zeit von mir. Ach, das sind Sie? Das wird behauptet. Sie sind OB, oder? Ja, genau. Und wo ist die Kette? Die hat meine Frau dabei. Die ist gerade draußen und hat mich von der Kette gelassen. Wir bräuchten Nachweis. Wir glauben Ihnen das so nicht, dass Sie OB sind. Fragen Sie doch mal ungefähr 20 Leute. Wenn Sie nicht bei 90% liegen, strahle ich alles ab. Wir sind heute Abend weiterhin ganz schwer investigativ unterwegs. Und jetzt habe ich den Frontsänger von Touch vor mir. Das ist eine Braunschweiger Band, die es seit den 70er Jahren hier gibt. Und neben mir sitzt jetzt Axel Jürgens von der Band Touch. Gegründet 1976 hier in Braunschweig. Kannst du mir mal sagen, woher, um Gottes Willen, du Elvis kennst? Ja, wie gesagt, aus Mitleid, ich komme aus der Nachbarschaft und ab und zu stromert man hier mal vorbei. Wir haben früher um die Ecke hier eine Lesung immer gehabt, Lemmy und die Schmöker hieß das, eine Live-Lese-Literaturshow mit Frank Schäfer noch und Hartmut El Kurdi. Aber keine Werbung machen jetzt, ne? Nee, das war damals, noch im letzten Jahrtausend. Okay, ist durch. Ja, und das ist durch und jetzt brechen wir noch auf zu neuen Gestahnen des Frohsinns und ab und zu kommt man hier mal vorbei und aus Mitleid trinkt man mal ein Bier mit. Das ist ja ein bisschen lahm, da kannst du mehr, oder? Okay. Geil.
will gar nicht lange rumreden, sitzen hier an unserem Platz, hier wird Kneipenduell gedreht. Was machen Sie hier? Ja, was, wonach sieht es denn aus? Feiern und trinken. Sie trinken hier einfach so? Ja. An unserem Platz? Ja. Ist das gar nicht peinlich? Das ist, nein, überhaupt nicht. Das ist mein Platz hier. Heute Abend Ihr Platz? Heute Abend ist es mein Platz. Ist Elvis heute Abend eigentlich auch 120 geworden? Nein, Elvis ist erst 69 geworden und ich bin erst 62. Du hast schöne Haare übrigens. Ich bin nur einer der wenigen, die so ein paar hat. Du trägst hier oben rum kürzer, ne? Oh, ganz modischer Schnitt. Ja. Sag ich jetzt mal. Wie ist denn dafür, dass er so schön ist? Was kann der Elvis denn dafür, dass man ihn liebt? Die Leute tun es um die Schönheit an vergehen ist. Man soll nur froh sein, dass es so was Schönes gibt. Was kann der Elvis denn dafür, dass er so schön ist? Der Elvis ist nun mal ein süßer Kavalier. Und dass er immer bei den Damen gern gesehen ist. Was kann der Elvis denn dafür? Was ist die Verbindung zwischen Elvis und dem Braunschweig-Krimi? Also Elvis selber spielt ja auch mit in den Braunschweig-Krimis. Und wir drehen ja in seiner Kneipe hier auch ganz oft einige Szenen im Braunschweig-Tatort. Ich hätte dich wo ganz anders vermutet. Wo denn? Ich überlege gerade. Na, Germany's Next Topmodel, ne? Ich denke so in die Richtung, nehme ich die ganze Zeit. Ich wollte es sagen, es ist mir fast ein bisschen peinlich. Ja, ja, aber so für Senioren gibt's das noch nicht. Wie, was Senioren? Ja, das Next Topmodel 16 habe ich hinter mir. Sag mal, Elvis ist ja auch so ein Frauentyp, ne? Ja. So attraktive Frauen, so wie du. Elvis zieht die irgendwie an. Ja. Woher kommt das? Was macht das aus? Ich glaube, es ist ein Anzug. Für mich persönlich ist es interessant, weil Elvis war mal mein Religionslehrer 1992 gefühlt. Also der war wirklich mal früher Lehrer und hat uns in Religion erzählt. Und wenn man jetzt fragen darf, wird aktuell noch Kirchensteuer gezahlt? Yes, aber auch mehr aus Unbedacht. Es war laut gegenüber und dann dachte ich, ich komme mal rum und dann trinke ich einen mit. Das ist jetzt auch nicht das Schlechteste. Und die Eintracht, da rege ich mich seit heute Mittag schon auf. Ist das in HD? Bist du investigativ unterwegs? Na klar. Was sind so die großen investigativen Themen hier in Braunschweig? Braunschweig ist eine sehr umstrittene Stadt, wird viel diskutiert. Die Sinnhaftigkeit der Stadt wird immer hinterfragt. Brauchen wir Braunschweig? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Natürlich brauchen wir Braunschweig, da müssen wir darüber zurückgehen. Was wäre ohne Braunschweig eigentlich? Ja? Gute Frage übrigens. Vielen Dank. Es würde dann dazu führen, dass wir jetzt nicht hier sitzen könnten. Alleine dieser Ort hier ist im Grunde schon sehr, sehr signifikant für Braunschweig und überlebenswichtig, muss man schon sagen. Das heißt, Braunschweig lebt vom Vierlinden? Ja, ja. Und von seiner großen Kneipenszene und Kneipenviertel. Das bedeutet, wenn wir das Vierlinden nicht hätten, hätte Braunschweig keine Daseinsberechtigung. Im schlimmsten Fall muss man das leider so sagen. Ein langer, langer Abend geht zu Ende. Das Vierlinden heute Abend, 120 Jahre, viele prominente Köpfe, viele investigative Fragen, ganz spannende Antworten. Kritisch waren wir und wir waren nicht immer beliebt, aber wir hatten, glaube ich, einen tollen Abend, Christian. Ich ganz die meisten haben dann doch mit uns reden wollen und notfalls hat man immer noch einen Schnaps ausgeben müssen. Das haben wir jetzt meistens nicht aufgenommen, aber hat die Zunge gelockert. Und du hast den ganzen Abend nicht mit mir einmal angestoßen übrigens. Nicht einmal. Ja, weil du redest immer freiwillig mit mir. Nur einmal. Da muss ich keinen Schnaps anbieten. Nicht einmal, Entschuldigung, nicht einmal. Mach es bitte jetzt, bitte, dann vor der Kamera. Dann will ich es nochmal förmlich machen. Mach es bitte jetzt. Lieber Jesko, magst du einen Drink mit mir nehmen? Hab ich doch schon hier. Ja, ich hab alles vorbereitet. Ne? Wir haben da mal was vorbereitet. Herzlichen Dank, dass ihr mit dabei wart. Wie sollen die Leute das kommentieren? Ich glaube, ein Smiley reicht. Smiley reicht heute Abend. Einfach oder sich selbst noch ein Bier aufmachen, Weinchen trinken und dann beim nächsten Mal wieder dabei sein. Läuft. Ciao, macht's gut, wir gehen nochmal rein. Tschüss.